I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy! The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened! Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, Girl Wonder. Show me the way to Chloe's cave. Erstens, ganz schlechte Idee, Chloe. Denk mal drüber nach, was könnte denn Max so anstrengend? Zweitens, warum habe ich so das Gefühl, dass diese Vorschau, die wir nach Episode 1 bekommen haben, jetzt wahr wird? Chloe, halt dich fern von Schienen. Yikes, wollen wir nicht lieber hier bleiben und noch was essen? Nein? Okay, dann gehen wir mal los. Moin erstmal, Leute. Herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play. Mann, ich drücke immer zu, wenn ich die rechte, linke Maustaste drücken möchte, drücke ich links. Es ist zum Kotzen. Warum kann ich? Jetzt lass mich doch mit Chloe sprechen. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and people to do. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Ist das euer Ernst? Dranhängen. Drangehen? Hey Kate. Drangehen, nicht dranhängen. What's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Thanks, Max. If you'd rather chill with Kate, please, go ahead. You are ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now, let's rock. Das war jetzt echt ein bisschen unfair, Chloe. Joyce got into an argument. Ja, das ist zwar scheiße, aber trotzdem, Kate ist auch wichtig. Und wen haben wir da? Hausboot, nicht übel. Hallo Zug. Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Are you kidding? After yesterday, I'm kind of over guns, Chloe. Freaks me out that you have one. Don't you trust me? Yes, but not that gun. You have more power than an army. Don't be scared of my little toy. Besides, we need it for the test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please. Wär's mit nein? Der innere Dragon Ball Fan in mir sagt ja, ja, alles klar. Fähigkeiten drin, ja, nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite mit Alkohol und ein Revolver. Chloe, dir geht's nicht gut. That's my Chloe. Ah,
Was sind das denn hier? Es sieht aus wie Shotgun-Munition. Those shells look fresh. Chloe. Ich würde jetzt echt gerne wissen, was sie sagt. I have to find dirty ass bottles while you chill. Not fair. I have to prep the range, crybaby. And I've been tripping hard about where you got this rewind power. From God or the gods. So bow. We can make the world bow. Are you ready for that? Nein. No way. I still don't even know how my power works. Or for how long. Dude, you fuck shit up, you rewind, you fix it. Drop the mic. Boom. Spin, rinse, and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. No biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do. Ah. So, was das Schlimme ist, Chloe hat damit nicht ganz unrecht. Das ist jetzt wirklich mal ein interessantes Gedankenexperiment. Was wäre, wenn Chloe gestorben wäre? Stupid bottle. Also auch klar, dass wir erstmal irgendwas finden müssen, um da ranzukommen. Ja, sowas frustriert mich, weil wir würden jetzt 10.000 Sachen einfallen, die Max hier nehmen könnte. Hier hinstellen und da oben an die Flasche rankommen. Beziehungsweise, jetzt mal ganz ehrlich, so klein ist Max auch wieder nicht, dass sie nicht an diese Flasche rankäme. Ja, lass mich raten, wir müssen die Kiste da hinstellen. Oh mein Max, als wärst du 1,30 Meter groß oder so. Hello, bottle number one. One more to go. Ein Boot. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Oh, alte Kamera. Beyond repair. Rest in peace. Ich hab jetzt eben an unsere Kamera gedacht. Gut platziert, das muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Kommt raus hier, anderen Flaschen. Hey, Waschmaschine. Ja. Oh, lass mich raten, die fällt jetzt auch einfach so runter. Boom, only 3 bottles left. Autowrack. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Wahrscheinlich nicht. Oh, Warren? Frag jederzeit, wenn dir mehr einfällt. Ich poliere in der TARDIS mein DeLorean. Wozu brauchst du ein DeLorean, wenn du eine TARDIS hast, Junge? Wir lassen so den Affen raus. Newberg ist 100 Kilometer entfernt. Wir sollten um 5 los. Ich fahre. War sowas von in deiner neuen Karre. Wir müssen Popcorn fürs Kino mitbringen. Vielleicht sollten wir vorher wo was essen gehen. Ach du meine Güte. Oder was anderes, egal. Lass den Affen los. Zu spät. Okay. Also heißt das, wir haben bloß bis 4 Uhr Zeit. Ja, wollen wir hoffen, dass wir so lange brauchen, um die Flaschen zu finden. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. Ja gut, okay, dann halt das Reh. That dough is the perfect photo op. Wo gehst du hin, Reh? Ist das gerade ein Grafikbug oder? Nee, das ist ein echtes. Das ist irgendwie was mit der Grafik komisch. Ja, tschüss, Reh. Was haben wir hier? Ja, natürlich, da wo ich Flaschen vermuten würde, steht nur eine.
Three down, two more to go. Talk about finding a bottle in a haystack. Was ist denn hier los, Graffiti? Ouch. Wer ist dieser jemand, der sich da doch öffnen soll? Oh. They really were besties. That could have been me instead of Rachel. I can't see Chloe playing with makeup. That kind of hurts. Freundschaftsbänder, hä? Interessant. Da ist einer. Auf dem Boot. Na, wie ich mir dachte, dafür brauchen wir jetzt die Planke. Das dachte ich mir schon. Way heavier than I thought. Ugh. Ja, warum hast du in den Knochen? Endlich nehmen. One more bottle to go. Oh, noch eine Nachricht von Kate. Max, entschuldige, dass ich dich mit meiner Bitte um Rat belästige. Lästigt habe, ich sollte nichts tun, außer die Welt mein Video genießen zu lassen. Jetzt habe ich das nicht gemeint. Ich möchte nur, dass du vorsichtig bist. Dafür ist es so zu spät. Trotzdem danke, dass du vorhin drangegangen bist. Ich habe eine Freundin gebraucht und du warst da. Ich bin auf deiner Seite. Danke, bis dann. Mein Gott, das... das war jetzt echt so in der Ecke. Aber wir haben sie. Wir haben die letzte Flasche. Das Lagerfeuer. Voila. Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. Dein Ernst? Erst stellt ihr... Erst stellt ihr die Flasche wirklich so hin, dass man da 90 mal dran vorbeigeht und dann lasst ihr ja noch was zusammenbrechen? Aber... Soll ich das jetzt verhindern? Voila! Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. Thanks, Max. Wait, one more for the road? You're serious about this. We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Show me the way, Max. I need to see you shoot first. Ich frag mich gerade. Das ist jetzt mein zweiter Take. Nee, okay. Ich habe mich eben total verwirren lassen. Ich war mir nicht sicher, was ich jetzt genau tun soll. Sir, yes, sir. Aber mein erster Anlauf war nicht falsch. Oh, yes! Did you see that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. So, das war zu weit unten. Now, Max? Where do I aim? Aim slightly above. Right between the eyes. Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. So, und jetzt ist die Stelle nämlich gekommen, wo ich mich jetzt gefragt habe, habe ich vorher was falsch gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Aber was? Ah, der Reifen. Take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Den habe ich gar nicht gesehen. Hella yes! Nice shooting, Tex.
Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never? So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Nein. Dude, I need a target before I shoot. Huch. Wieder die falsche Maustaste. Well, Max? How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Oh oh. Uber cool. I cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Max, your nose. Damn. I don't feel so super. Max! You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Vielleicht solltest du dir mal was zu trinken holen. Also, ich meine jetzt wirklich was zu trinken und nicht irgendwelchen Alkohol. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo. Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Oh, hey, Stelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough. What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please, step back. You're kidding. Put that down. Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. Oh, Scheiße. You really stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone.
He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh man. Frank took Chloe's gun because of me. Können wir das nochmal machen? Aber das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Okay, gucken wir mal. Wir schießen mal. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich hier machen soll. That is hilarious. Oh man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. Sorry. You are awesome. Thanks for standing up for me. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Jesus, I almost shot this guy. And now he'll be more dangerous to Chloe and me. Gott, das ist echt bescheiden. Ich muss ehrlich... Why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bin mir echt nicht sicher, wie ich mich hier entscheiden soll. Das ist beides extrem scheiße. Das eine hätte mehr Konsequenzen für Chloe im Sinne von mehr, ich sag jetzt mal, technischen Ärger. Obwohl, der Typ mit einer Pistole, ich weiß nicht, jetzt ist alles beides blöd. Und wenn wir auf den schießen, das wäre vielleicht die bessere Option. Aber das Problem ist, kommt der Typ nochmal wieder? Oh, das ist echt, wow. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschaußen.